Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Ryder und ich begrüße euch wieder recht herzlich zur neuen Folge von Minecraft All-in-One-Block. Hallöchen! Warum kam gestern um 14, 15 Uhr keine. Warum bist du so suizidgefährdet, mein Freund? Keine Folge One-Block. Das könnt ihr gerne in meinem Community-Tab nachgucken. Und zwar wollte ich eigentlich eure Kommentare abwarten bezüglich Skandale auf YouTube und alles. Ja, genau. Leider kamen keine Kommentare, ist aber jetzt nicht so halt. Ich bin ein bisschen durcheinander im Kopf, weil ich bin eigentlich krank. Ja, genau. Machst du nix? Wie gesagt, leider kamen keine Kommentare, ist aber auch egal. Hauptsache, ihr fühlt euch ein bisschen unterhalten und vielleicht sind diese Videos für euch auch ein bisschen Ablenkung. Eine Sache habe ich aber, allerdings noch, man sollte nicht aufnehmen, wenn man krank ist. Ich möchte kein reiner Minecraft-YouTuber werden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wovon ich ausgehe, weil ihr wahrscheinlich alle clever seid. Mit wahrscheinlich meine ich hundertprozentig alle clever. Ich sehe da einfach in den YouTube-Kanal, den ich habe, den wir zusammen aufbauen können. Für den Spruch könnt ihr mal ein Like da lassen. Sehe ich echt Potenzial, da mal was zu reißen? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich auf eure Unterstützung bauen könnte. So wie ich gerade dieses Haus hier baue. Und ihr einfach mal ein Like rausschallern würdet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Kostet euch nichts. Würde mich aber supporten. Genau, Ferdinand. Ja, so heißt du jetzt Ferdinand, Alter. So, habe ich. Ein Themenvorschlag, ein Themenspektrum für diese Folge. Nein. Nicht wirklich, außer dass ich ein bisschen mit euch über diesen Kanal reden wollte. Zwar wollte ich bisschen expandieren, möchte ich sagen. Und zwar im Sinne von mich mehr auf YouTube konzentrieren und weniger aufs Livestream. Livestream wird kommen. Und es wird auch auf jeden Fall Werbung dafür geben. Wahrscheinlich im Community-Tab. Also gerne mal Community-Tab. Alle 2, 3 Tage mal abchecken. Er würde mich auch herzlich unterstützen oder freuen, sich eine kleine Community aufzubauen. Das ist das Beste, was einem kleinen YouTuber wie mir passieren kann, tatsächlich. Das unterschätzen halt viele. Ja, der Typ macht halt Videos im Internet, ja. Aber die mache ich ja nicht nur für mich, ne? Klar, ich mache das, worauf ich Bock habe, auf jeden Fall. Aber es geht ja auch darum, jedenfalls den Versuch zu wagen. Genau. Jedenfalls den Versuch zu wagen, euch zu unterhalten. Ja, es gibt Tage, da hat man, also es gibt schlechte Tage, es gibt gute Tage, wo man auch eventuell ein bisschen Ablenkung gebrauchen kann. Habe ich noch Erde? Hier nicht. Hier. Sehr gut. Vielleicht sollte ich nicht alles mitnehmen. 2 Stacks nehme ich schon mal mit. Jedenfalls den Versuch zu wagen, euch teilweise zu unterhalten. Egal, ob man jetzt dumm ist oder nicht. Und mit dumm meine ich verwirrt oder krank. Einfach Good Old Days, die YouTube-Zeit, die ich erlebt habe mit Sarazza, Gronkh, Pizmeet und. Tuginator, Heideltraut. Die alten Let's Plays aufnehmen zu lassen und nicht immer diese Stream-Highlights oder TikTok-Tänze oder YouTube-Shorts, sondern einfach stinknormale Aufnahmen von Videospielen. Wo jemand, das sieht gut aus. Wo sich auch eventuell jemand verbaut und sich darüber innerlich aufregt. Und genau das soll ein Kanal werden. Das soll dieser Kanal sein. Wo man richtig Bock hat, sagen, okay, ich tue mir Ryder geil an, da wieder coole Let's Plays rausgebracht. Wo auch einige geile, also wie ich jedenfalls finde, geile Projekte kommen werden. Ich sag mal so, Horror Game Incoming. Sogar heute während der Aufnahme ist vor 17 Minuten Texas Chainsaw Massacre. Das werde ich wahrscheinlich so einstellen, dass die Folgen, die ich schon mal habe, die 4, die ich im Stream gehabt habe, Spoiler-Alarm. Es werden erstmal nur 4 bleiben, um zu gucken, wie es ankommt. Momentan kommt es gar nicht gut an, aber hey, so ist es halt. Man probiert sich aus.
Dieses Video wird wahrscheinlich auch überdurchschnittlich wieder gut bewertet werden. Bewertet jetzt nicht, aber überdurchschnittlich angeguckt werden. Das ist völlig in Ordnung. Und. Okay. Wir sollten pennen gehen. Wir sollten definitiv pennen gehen. Gute Nacht, Freunde. Ich brauche mal kurz mein Bett. Was ich sagen wollte, sage und nicht lügen, dass ihr jetzt alle verbrennen werdet, Mann. Da bist du schlimm. MF. Dass mein Kanal tatsächlich nicht von jüngeren, sondern von älteren, was nicht schlimm ist. Das sieht man halt nur in den Analytics angezeigt. Dass meine Videos sich von älteren Personen angeguckt werden. Wo ich eigentlich dachte, okay, Minecraft ist so. Du machst voll Grund nach. Und dann auch automatisch für jüngere Generationen. Interessant wirkt, aber es ist ja anscheinend gar nicht mehr so, ne? Wir können gleich mal zusammen in die Analytics, beziehungsweise ich kann auch gleich mal die Analytics vorlesen. Das habe ich schon gewundert. Also ich hätte safe gewettet, dass der Kanal von Juniorin angeguckt wird, aber nee. Tatsächlich ist es gar nicht so. Wenn ihr euch fragt, was ich hier baue, ich habe keine Ahnung. Dieser rote Strich, den ich so auf den Sack, ne? Was war das für ein Deutsch? Wir werden es nie erfahren. Das heißt, ich muss gleich mal nachgucken. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr gewundert. Ist dann merkwürdig, dachte ich mir. So, dann gehe ich mal kurz hier nach oben. Wir müssen auch noch so echt noch gewaltig hier noch ein paar Pilzsuppen rein. Die Blöcke abbauen. So, ihr werdet jetzt erstmal ein Standbild haben. Und zwar in die Analytics Zielgruppe. So, Nutzer ohne Abonnent, ohne Abo. Mit Quietschestuhl. 2,5% meiner Abonnenten gucken die Videos, 98,5% nicht. 81,9% aus Deutschland, Österreich 3,9% und die Schweiz mit 0,7%. So, jetzt wird es interessant. Weiblich bei 30%, 70% bei männlich und jetzt Alter der Zielgruppen. 13 bis 17, 0, also 0%. Manchmal so, damit sieht auch ein bisschen Spiel. Haut dem gerade auf den Sack. Ich teile gerade meine Analytics mit meinen Zuschauern. Was ist hier los? Okay. 13 bis 17, 0%. 18 bis 24 sind wir bei 20%. 25 bis 34, allein das habe ich gewundert. Obwohl in der Region bin ich ja auch. Ich brauche mit meiner Schaufel. Sind wir schon bei 32,3%. 35 bis 54. 35 bis 44. Hallo, Lama. Ja, genau, Mond, kleine Fratz. Da sind wir schon bei 47,9%. Was mich irgendwie freut. Irgendwie stutzig macht, dass ich doch eigentlich dachte. Du bist ein Assi, du Vogel. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr aktiv meinen Kanal verfolgen solltet, welche YouTuber ihr so feiert. Eher Let's Player, eher TikToker, die auf YouTuber machen. Willst mich doch verarschen. Au. Einfach ausmachen. Hallo Peter. Genau, Peter, du weißt Bescheid.
Pete Migrong, Sarazar, Turbinator, Heideltraut. Oh Gott. Au. Würde mich mal interessieren, welche Zielgruppe, aka welche Leute mein. Diesmal bitte. Danke. Mich konsumieren in dem Moment. Mach mal nicht. Und was ihr euch sonst so für einen Quatsch anguckt. Quatsch natürlich nur im positiven Sinne, ist ja klar. Wann ist das möglich, hier abzubauen? Das ist alles seltsam. Das ist ja merkwürdig. Also. Alter, nichts los. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich bitte euch inständig, falls ihr das nochmal anguckt oder mich noch anhört, macht das tatsächlich mal. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche YouTuber ihr sonst verfolgt. Und dann kann ich gucken, in welcher Kategorie wird YouTube meinen Kanal vorschlagen. Seid ihr jetzt die... Okay, habt ihr die auch gesehen? Strange. Nein, so, und die, ja. Hallo. Die greift mich doch gleich an. Die waren bis jetzt noch nie freundlich. Die habe ich einmal davon komplett weggeradet. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für eine Fläche sein soll. Würde mich aber auf jeden Fall interessieren. So, weiter im Text. Habe ich dann irgendwo noch Erde? Weil dann kann ich gucken, oder guckt die Basti DHG, Streaming Highlights, Marion. Peter, du musst schon hochkommen, ne? Ich will dich nicht wegbauen. Da habe ich kein Interesse dran, dich wegzubauen, mein Freund. Peter Papagei. Eigentlich Peter, aber ich bin nicht Pete, weil ich habe keine Zeit für Peter. Sondern nur für Pete. Und auch, jetzt wieder auf das Anfangsthema, glaube ich, zurückzukommen. Habe ich ja erwähnt, dass ich auch andere Formate, beziehungsweise andere Folgen, andere Spiele spielen will. Die werden wir hauptsächlich auch im Stream ausprobieren. Da. Der Spacken. Der versucht mich anzugreifen, kann aber nicht, weil er Lappen ist. Ha. Ich warte auf die Karma-Stelle, die ich noch kriege. Ja, sprich Horror oder mal ein Koop-Spiel. Hast du bei dir? Genau, okay. Es gibt auch einige Formate, ich... Ach, Kisten aufräumen tue ich später. Später, Peter. Die ich auch machen werde im Stream. Und zwar Retro. Ich habe mir jetzt ein... Du greifst Peter nicht an. Nicht mein Peter. Ich habe mir jetzt einen Stick bestellt, den ich in die PlayStation 2 reinpacken kann. Oder reinstecken kann. Dann mit dem HDMI-Kabel hoffentlich. Ne, Peter, du weißt Bescheid. Hoffentlich, sage ich mal. Dann an meine Game Capture Card schließen kann. Und wo ich dann sagen kann, jo, ich werde jetzt von der PlayStation 2 streamen. Weil ich habe nach wie vor immer noch eine Retro-Gaming-Konsolensammlung und auch die Spiele dazu. Was habe ich hier gemacht? Muss das so? Wahrscheinlich nicht. Also da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Alter, habe ich mich auch verbaut. Das hört ja nicht auf, ne? Das muss ja noch alles weg. Oh, gar kein Bock, Digga. Na, was soll's. Das wird auch auf jeden Fall auch Zeit. Weil ich liebe Retro-Spiele und die Liebe will ich mit euch teilen. Auch wenn das ziemlich sus klingt. Und ich entschuldige mich, wie gesagt, für meine monotone Sprechweise, aber ich... Ja, Männergrippe plus wahrscheinlich Magen-Darm. Also ihr könnt euch schon denken, was bei mir abgeht. Denkt es euch nicht? Das ist ziemlich ekelhaft. Macht mal nicht. Ja, und dann... Wie gesagt, nicht nur Minecraft. Es gibt jetzt für Minecraft, hat mir der liebe Zombie, aka Yannick,
gezeigt und auch haben wir schon ausprobiert offscreen. Die Essential Mod, wo ich theoretisch jetzt die Welt als Singleplayer starte, es innerhalb der Mod aber eine Friendslist gibt, wo ich einfach sagen kann, okay, ja, Zombie, lade dich ein oder lade du mich ein, wir spielen jetzt zusammen Koop in deiner oder meiner Welt. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen, das wird wahrscheinlich auch im Stream kommen. Yannick hat Bock, ich werde Christoph fragen, aka Chupapi, werde ich auch fragen, ob er darauf Bock hat, weil er hat richtig geil Bock auf Minecraft, hat er mir erzählt. Und das ist auf jeden Fall einfacher als einen normalen Server zu renten oder einen RAM zu renten oder so. Damit ihr auch da auf dem Laufenden seid. Freunde, das war's aber auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir, indem ihr mich unterstützt. Und ich angeschrieben werde. Sehr gut. Wie ihr mich unterstützt, natürlich schreibt in den Kommentar. Wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, ich würde mich freuen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und Verbesserungsvorschläge, was wir zum Beispiel unten bauen können oder ob wir hier noch weitergehen sollen oder ob wir weiter dahin gehen sollen, gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von All in One Block. Haut rein. Ciao, ciao.